Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 70s to Die in Staffel 4. Ich bin schon mal vorgeflogen. Da steht unser Quadrocopter. Wir sind bei Händlerin Yen. Tag 67 gibt es ja ein neues Händlerangebot bei den Händlern. So, wir haben es aber schon 12.35 Uhr. Jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Heute wollen wir ja noch ein bisschen farmen gehen in der Wüste. Ich brauche Ölschiefer. Würde gerne auch ganz Sand mitnehmen, wenn wir das da einmal da sind. Und wir müssen, beziehungsweise ich mache das vielleicht dann offscreen, tun noch ein bisschen farmen. Nitrat und Kohle für Schießpulver. Wir brauchen noch eine ganze Menge Munition. Und wir brauchen, wie gesagt, den Ölschiefer, um Öl herstellen zu können. So, töte ein paar Spinnzombies, kriegen wir wieder XP und Money, 420. Töte ein paar Schneezombies, nochmal 420. Das gleiche für weibliche Zombies und weibliche Zombies. So, dann gucken wir uns mal das Inventar an. Ich habe noch ein bisschen ein paar Sachen mitgenommen zum Verkaufen, was ich schon hergerichtet habe. So, den hat man. Einen habe ich sichergestellt. Unseren besseren, den haben wir hier. Und den können wir verkaufen. So, nicht, dass ihr euch was wundert, ne? Warum verkauft ihr den Bergbohrer? Einen haben wir sichergestellt. Also, wir haben jetzt zwei Stufe 6 Bohrer. Den schlechteren, den habe ich zu Hause gelassen. So, wir verkaufen natürlich wieder, was geht. Ich habe extra kein Geld mitgenommen, weil ich hier Sachen zum Verkaufen habe. Das ist der hier. Zack, weg damit. So, 24.000 hat das Ganze gebracht. Wir gucken nochmal durch. Das willst du noch haben, das willst du nicht 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 haben und das willst du nicht haben. Das wolltest du doch noch haben. Mensch, du. Gott, wieder in der letzten Sekunde entschieden. Und weil ich hier gerade sehe, ich habe mich mal nochmal erkundigt, schlau gemacht, nachgelesen. Die Hirsche, also Großwild und Kleinwild, wozu die Hirsche auch zählen, wurden geändert mittlerweile, was die Spawnzeiten angeht. Und zwar Kleinwild und Großwild spawnen zu frühen Morgenstunden und Nachtzeiten. Aber Kleintiere wie Hühner und Hasen, die haben eine größere Chance zu spawnen, und Wild, wo die Hirsche dazu sind, also Großwild, wo die Hirsche dazu gehören, die haben jetzt eine niedrige Chance zu spawnen. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so dicke, da freue ich mich super. Kein Wunder, dass wir da auch keine Hirsche irgendwo finden, ne? So, das nehmen wir einfach mal mit, das nehmen wir mit. So, das würde ich auch gerne mitnehmen. So, solange zumindest das Geld dafür reicht. So, Baumatz, man weiß ja nie. So, hier Ölschiefer, sehr schön, nehmen wir gleich mit. Was wir haben, das haben wir. Dietriche, wie viel haben wir denn? Wie viel Dietriche? 12 Stück? Ja, komm. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was kostet es mich? 680. Ups, außersehen draufgekommen. Ihr kennt's. So, hier Munition, sehr schön. So. Das haben wir, glaube ich, noch. Was zahle ich dafür? Ja, komm, nehmen wir nochmal was selber mit. Kleber 21. Außer sind draufgekommen. Blei nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier Munition, sehr schön. Ich brauche die einfache für die MP5, für die Geschütztürme. Wobei vielleicht auch Panzerbrechende vielleicht sinnvoll wäre, aber das kostet, glaube ich, wieder noch mehr Mats. Das ist das, was wir alles verkauft haben. Jetzt gucken wir hier hinten noch. Hier, die brauche ich. Da haben wir ja noch ein bisschen was. So ist es nicht. Aber wir brauchen noch ganz viel. Ist halt dann auch alles sehr farminglastig. Noch 3700. Gut. Die restlichen Händler, die würde ich dann gerne mit euch abfarmen. Beziehungsweise kann ich das auch offscreen machen. Wir haben ja jetzt noch ein paar Tage Zeit. Jetzt habe ich dich. Warte, jetzt. Ich bitte merke. Bitte. So. Nochmal rein. Und außerdem wollte ich hier nochmal an Automaten gucken. Gibt so eine Süßigkeit. Zeig mir nochmal dein Inventar. Tag 70. Really? Drei Tage haben wir Zeit. Ja, really. Ich wollte nur gucken, wann. Ja, ja. Komm. So. Und zwar gibt es doch eine Süßigkeit. Die ist es auf jeden Fall nicht. Das ist Fallschaden. Schädelbrecher ist es auch nicht. Gefängnisausbrecher ist es auch nicht. Hat die noch zwei Automaten? Jeder Händler hatte eigentlich immer zwei Automaten. Rein der Redditch. Aber es ist auch nicht ganz so schlimm, wenn wir das jetzt hier nicht haben. Wir haben so ja schon 100% extra dazu gelevelt, ne? Gut, komm, dann machen wir los. Dort wir in die Wüste kommen. Ich wollte nämlich extra mit euch zusammenfliegen. Wenn wir einmal wieder fliegen,
dann machen wir es natürlich zusammen. Beziehungsweise ich würde gerne zu dem Händler im Schneegebiet fliegen mit euch. Da machen wir noch einen Stopp, den machen wir heute noch mit. So, hier hoch mit dir. Hoch mit dir. Es lädt, es ruckelt, warum auch immer hier, besonders immer an der Schule. So. Jetzt muss ich bloß gucken, wenn wir oben sind. Da hinten ist unser Base, das ist so geil. Man sieht zwar jetzt gerade nicht den Anbau, da ist eigentlich unsere Falle. Aber es ist einfach nur geil. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz auf der Karte, weil es war mir schon klar, dass wir in die falsche Richtung fliegen. Wir müssen Richtung Südosten, also in diese Richtung. Mehr in diese Richtung, ne? Dann fliegen wir so. Fast Osten. Da sehen wir jetzt unsere Falle. Wenn es nicht ruckeln würde gerade. Das ist schon ein Monstrum, was wir da gebaut haben. Und man muss sagen, uns ist eine echt gute Falle gelungen. Bis jetzt hat es... Am Anfang haben wir die kurze Variante gehabt. Da hatten wir ja noch nicht diesen ganzen Laufweg. Da war ja die Hölle los. Aber selbst da haben sie es ein bisschen nicht wirklich geschafft, durchzukommen. Aber jetzt mit den ganzen anderen, mit den Laufwegen und so, unsere Erweiterung. Oh, was ist da denn? Runter, runter, runter. Lootpack, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Da gibt es einen Sturzflug. Da gibt es einen Sturzflug. So. Boah, perfekte Landung, oder? Gleich rausspringen. Aber so unsere Falle ist perfekt, ne? Bis jetzt absolut null Gefahren. So, noch was für den Händler. Was zu essen. Das ist gut. So, jetzt ist natürlich die Frage, kommen hier wir wieder einfach so weg? Müssten wir eigentlich. Wenn wir die Leertaste gespammt halten, also gedrückt halten, gespammt. Spam ist ja hintereinander. So, sehr gut. Es läuft, es läuft, es läuft. Und übrigens, diesen Turm werden wir auch mal machen. Das sieht interessant aus. Ob es da was zu holen gibt, weiß ich nicht. Aber vom interessanten Faktor her, da sind wir ja schon ganz oft vorbeigefahren, werden wir da auch mal den nichts machen. Jetzt setzen wir uns aber erstmal daran, dass wir wirklich unsere Geschützarmee zusammenkriegen, dass die eventuell schon zu Tag 70 zur nächsten Blutmond aktiv ist. Die Dreierreihe sollten wir auf jeden Fall, also die doppelte Dreierreihe in unserem, in unserer Falle, sollte auf jeden Fall kein Fall, kein Problem sein, kein Fall sein, kein Problem sein. Nur die Reihe, die auf den, auf der Mauer, ne? So, da hinten ist das Schneegebiet, sehr gut. Sehe ich den Händler zufällig auf der Map? Map. Also nicht auf der Map, sondern hier oben auf dem Kompass. Nicht wirklich, ne? Aber wenn wir einmal gleich im Schneegebiet sind, werden wir natürlich gleich zuschlagen und ein bisschen Schnee mitnehmen. So. Ist das jetzt der Ernst? Oh mein Gott. Sprit ist alle. Ich fahr zu viel, oder es fliegt viel zu viel damit. Gut, dann wird das ein Gleitflug hier. Ich habe noch 4000 Sprit. Also für unsere Farming-Aktion hätte 4000 locker gereist, ne? Aber ich jetzt hier noch unseren Quadrocopter auffüllen muss, wird's horrible. Aber hier ohne irgendwelche Gefahren, nicht abgestürzt, wunderbar runtergekleidet. So, was kostet mich das jetzt? 2000? 2000, also habe ich noch fast 3000. Ja, das ist okay. Wenn ich jetzt noch beim Händler hier irgendwo ein Auto finde, das nehme ich noch mit. Aber ansonsten passt das ja. So, wir müssen noch hier, ja, da hinten ist der Händler. Brauchen wir gar nicht so weit hochsteigen. So weit ist es gar nicht weg mehr. So, aber hier war, glaube ich, auch, wie gesagt, kein Krankenhaus. Ne? Ich suche ja noch ein Krankenhaus. Da drüben haben wir die Wüste dann. Die ist also auch nicht weit weg. Ich würde gerade sagen, oh, ein Reh, aber es ist nur ein Schneepuma. Weil angeblich soll es da auch im Schneegebiet Hirsche geben. Habe ich gelesen. Ob das jetzt nur so ist, weiß ich nicht. Aber gut, ich denke mal, es wird in jedem Biom irgendwo einen Hirsch geben, ne? Aber wenn das wirklich nur immer ein Hirsch ist oder so, der echt selten da irgendwie spawnt, dann ist das blöd. So, perfekte Landung hier bitte beim Händler. Sehr gut. So, aussteigen. Ab zum Händler. Haben wir jetzt natürlich nicht so viel Kohle mehr. Das ist natürlich jetzt nicht so dicker, aber okay. Hey, Heckes,
Die Rohstoffmenge, die du mit Sammelwerkzeugen abbaust, nehmen wir mit. Genau, sowas suche ich. Augenschmaus. Schatz viel leichter. Nein, das braucht man nicht. So, grüß dich. Ich guck ganz kurz mal. 5? Nee. Wieder nur Factory 2. Hier haben wir noch eine Stufe 5. Factory 2, sag mal. Geht alter. Und Factory 1. Gibt's auf der Map überhaupt ein Krankenhaus? Chicken. Der war gut. Der war echt gut. Respekt. So, was haben wir hier? Robotikteile? Ne, die würde ich ungern verkaufen. Die kannst du haben noch. Und dann hört es auch schon wieder auf. 6500. Jetzt müssen wir echt gucken, was wir kaufen, ne? So, Schmerzmittel haben wir 7. Ich würde natürlich Munition bevorzugen, aber die ist auch schweineteuer, ne? Munition und Schießpulver. Ne. 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 Gucken wir hier hinten nach. Hier hat noch Munition. Das war's schon. Das ist ja eine Schwanerei. Also auch der hat kein dickes, großes Angebot. So, 5 haben wir, da brauchst du keinen Verband holen. So, was kostet mich der Beton? Zack. Das kaufe ich. So günstig kommst du hier nicht mehr mal an, brauchst dann auch so, du baust es selber ab, ne? Ja, also so wow ist das Angebot ja auch nicht, ne? Was kostet mich das? Oh Gott, komm hier. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ist das gekauft? Nägelhammer? Ja gut, mehr ist es gar nicht, ne? Gut, dankeschön. Mach's gut. So. Der hatte auch bloß ein Automaten. Naja. Ob das so easy war, ist es nicht. Gut, komm los. Ach da. Na, die stimme ich noch mit. Wenn du mich so fragst, nehme ich dich mit. Mir hier natürlich richtig ideal, um jetzt hier nicht die Kurve zu kriegen. Aber dann machen wir hier was den. Oh. Da ist ein Turm. Da ist ein Turm. Let's go hoch. Oh, oh, zu steil, zu steil. Und weiter rüber. Eieieiei. Naja. Da war die Landung besser, ne? So, aber wir haben es hingekriegt. Ab in die Wüste. Und da hatten wir doch, glaube ich, auch schon. Ölschiefermine, ne? Haben wir schon so einige. Zumindest markiert. Wir versuchen mal zu der da. Oh, 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 oh! Hat keiner gesehen! Eieieiei, da sind wir mal alle leck. Und ja, genau. Schön den Mülleimer weggesäumte. Oh Mann. Hat keiner gesehen. Wie du kannst immer nur, wie wir es weiter sinken, 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 sinken. Jetzt live. So. Jetzt aber. Also, wo wir keinen Sprit hatten, ist der nicht so abgerauscht, ne? Schön im Sinkflug, ohne dass irgendwas gemacht werden musste. So. Allzu hoch musst du gar nicht. Das sind Zombies. Wäre schön, wenn du mal ein bisschen abhebst. Sehr schön. So. Ich guck ganz kurz, ja.
Du kannst gleich hier runter wieder. Das ist doch viel schöner. Wärmer, angenehmer. So, ich weiß es natürlich. Hallo, hochziehen. Oh, ja, das ist ein Kaktus. Ey, Bob. Ich weiß nicht, was du machst. Ich weiß es wirklich nicht. Kannst du mir das erklären? So. Kitagi. Hier muss irgendwo die Mine sein. Hier muss irgendwo die Mine sein. Okay, hier hätten wir schon mal. Zwei Blei, ne? Ja. Steck einfach aus. Dann sieht man es besser. So, wo ist sie denn? Ach, hier einfach nur markiert oder? Ach ne, hier, da, oder? Ja, hier haben wir es doch schon gebuddelt. Da haben wir doch schon ein bisschen gebuddelt. Oh yes, oh yes, oh yes. So. Und das Gute ist. Jawohl. Ich brauche bloß. Klappe. Eine Holzklappe. Brauchen wir Holz. Da hinten. Den holen wir uns. Ich würde das gleich mal ein bisschen absafen. Und es ist gut, dass wir jetzt A, unsere Nagelpistole mit haben. Und B, Pflastersteine. Somit können wir die Mine absichern. Das heißt, hier ist der Eingang. So. Habt ihr das Huhn auch gackern gehört? Ja. Dann lass mal ganz kurz von dem Vorhaben ab. Da ist es. Dann kümmern wir uns ganz kurz um das Huhn. Wow! Ein Nagelschuss und das war's. Ja, läuft. So, jetzt brauche ich mir, glaube ich, rein theoretisch noch zwei Hühner, ne? Na, wenn du so laut rumgackerst. Nee, hier nagel ein paar Hühner. Noch ein Huhn brauchen wir. Werden wir in der Wüste noch einen Huhn finden? Irgendwas hat's gefunden, aber es kann natürlich jetzt noch von dem alten Huhn sein. Anzeigen tut's nichts. Okay. Aber immerhin. Immerhin ein Huhn. Man könnte auch glatt sagen. Wir machen das, wenn dann gleich richtig. Aber Beton haben wir ja auch, ne? So, so. Und so, und so. Und so. Und so, und so, und so. Und so. Brauchst du da den noch? Nö, eigentlich nicht, ne? So. Und so. Und so. Dann bräuchte ich nur maximal noch eine Treppe, ne? Oder? Kriege ich noch eine Leiter hin? Nicht eine Treppe, sondern eine Leiter brauche ich. Gib mir mal eine. Mich verarschen. Alter. Oh, yes. Eine Zombie-Hund-Wanderhorde. Finde ich jetzt nicht so verkehrt. Gibt verdorbenes Fleisch. Ja, wartet bitte. Ich muss erstmal die Hunde abbauen, bevor ihr dran seid. Ja, komm her. So. Noch jemand was? Gut. Das freut mich. Wobei ich schon gerne. So machen wir das. So, so, so und so. Und dann. Ne, mach das nur so. Brauche ich, glaube ich, zwei Leitern, oder? Ne, die hier. Ja, doch, ich brauche zwei Leitern. Okay. Dann brauche ich noch eine. So. Und die Klappe. Sehr nice. So, dann werten wir das Ganze auf. Und dann ist es nämlich gleich mal richtig auf Betonstufe 2 schon hier aufgewertet. Wenn wir mal jetzt noch ein bisschen versuchen, hier ranzukommen. Einziger Schwachpunkt ist dann die Klappe. Ja
gut, die würden sich dann eh buddeln, aber okay. Wir haben kein Eisen. Okay, nicht so schlimm. Habe ich irgendwas Eisenhaltiges eingesammelt, was wir zerstören könnten? Das kannst du rausschmeißen. Das kannst du rausschmeißen, schön, dass alles in die Luke unten reinfällt. Okay, alles gut. So. Na dann. Würde ich sagen, bisschen Sprit haben wir. Geh mal runter. Mann, war ich hier schon lange nicht mehr drin. Aber ordentlich gewütet hatte ich hier schon, ne? Stimmt, das hat ich mal offscreen gemacht. So, na dann. Ach, halt, stopp. So, wo ist er denn hier? Nimm das mal. Gibt mehr, ne? Man nämlich mal kurz zusammenfarmen. Bruchstein. Stein sammelst du sowieso immer auf, aber hier Bruchsand wäre, wie gesagt. Kriegst du ja auch ein bisschen hier mit, ne? Ich denke mal, ja, früher oder später wird hier wieder Action sein. Dafür wird die Schreierin sorgen. Die ist doch überall. So. So, ganz viel Ölschilfer braucht man. Für die Ölherstellung. Und wenn es geht, gleich Benzinherstellung, ne? Dann machen wir es richtig. Offscreen würde ich dann noch, wie gesagt, ein bisschen Mats farmen. In der Nacht, um Munition craften zu können. Beziehungsweise ein Schießpulver. Was wir dann für die Munitionsherstellung brauchen. Vielleicht ist es besser ausgedrückt. Naja, da fällt uns was auf den Kopf. Das ist einfach nur Stein, was man hier kriegen, okay. Ab und zu mal ein bisschen Bruchsand. Ich glaube, warte, mach das weg. Haben wir hier überhaupt... Ja, das hier ist Bruchsand, ne? Ja. Also hier hast du eher eine Chance auf Bruchsand. Neben Ölschiefer. Aber ich glaube, wenn du Ölschiefer abbaust, kriegst du automatisch auch das Stein mit, ne? Was hier gut ist für die Betonherstellung. Oder Zementherstellung. Für Zement brauchst du ja auch Stein. So, das ist doch schön. Dann machen wir das jetzt auch mal zusammen. Schöner Grafikfehler da hinten wieder. Bis jetzt ist es auch noch ruhig. Obwohl wir laut sind. Ich tue mal trotzdem vorsichtshalber, man weiß ja nie. So. So, was haben wir denn schon? Ein Gold Nugget und fast ein ganzes Stack schon. Ja, läuft. Wenn wir die restlichen 7 Minuten durchziehen, haben wir ein gutes Deck. Beziehungsweise mehrere Decks sind ja dann, nämlich nur eins. Oh, lele Waldfee. Wir haben Eisen gefunden. Das ist gut. Und Blei auch noch. Ja, das läuft ja hier. Wenn wir jetzt hier noch Kohle und Nitrat finden, ist es perfekt. So, pass mal auf. Dann gib mir mal... Guck mal, eins der Kammer schon voll. Sehr schön. Da oben ist er doch. So, wir brauchen doch Eisen. Zack. So, jetzt müsste ich doch... Warte mal, kann ich noch, ne? Macht man das aus Eisen? Jawohl. 6 Sekunden. Draußen läuft er noch, ne? Ja, und es ist eine Schreierin, ne? Sag schon, dass wir jetzt hierher gekommen sind. So, Schreierin, wo bist du? Meine Freundin, da hinten. Die schreit. Alter, weil das gerade so übelst geladen hat. Da weißt du, dass gleich noch jemand kommt. Ein Polizist. Oh, ja. I hate you, ehrlich. Ohne Scheiß. Oh, Big Mama, ein Leuchtegrün heute. Noch eine Nagelpistole. Ich freue mich. So, wer speit mich jetzt schon wieder von der Seite an? Ein Geier? Ne, ein Polizist. Was bist du? Ein Coyote, ne?
hört man. Hallöchen von hinten. Herzlich willkommen. Und dann ist es schon wieder vorbei. So, bevor das hier schief geht, du warst, glaube ich, bloß ein Coyote. Jo. Gut, dann vorsichtig. Kaktus kann auch wehtun. Der betet noch. So, was gibt's denn hier so Schönes? Da hatten wir auch noch was Eisenhaltiges. Zack, weg damit. So, was haben wir hier noch so Schönes? Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Sehr schön. Dann nehmen wir hier eine Schmerztablette und dann geht's wieder zurück in den Bunker. Das nächste wäre eine Tresorklappe, die müsste sie dann. Okay, dann haben wir jetzt den maximalsten Schutz, der geht, ne? Und dann geht das Butteln weiter. Mal gucken, also das war die erste Schreierin, wo ich Offskin das immer gemacht habe, kam dann immer ein Mastschreierin, vielleicht zwei, drei Stück am meisten. Einmal, da war es glaube ich die vierte, fünfte, sechste Schreierin, die dann kam. Da habe ich ja dann die Folge mal begonnen damit. Ihr habt es ja auf jeden Fall auch schon mal gesehen. Mal gucken, ob jetzt hier gleich wieder Polen offen ist. War das hier? Ne, das war hier gar nicht. Oder? Hatten wir an der Stelle? Ich bild mir ein, das war hier hinten. Na, das ist offen. Hey, wo hatten wir denn Eisen und... Ah, hier. Das war hier. Ein bisschen versteckt. Das brauchen wir natürlich gleich auch mit, ne? Eisen brauchen wir genauso. Machen wir dual. So, schön auf den Kopf immer knallen lassen, das tut besonders gut. Gerne mit. Wir haben einen Durchbruch geschaffen. Dann lassen wir das mal wegmachen hier. Sieht doch aus. Ja, aber hier nicht auch noch Blei gefunden. Da war das nur ein kleiner Zipfel. Ich glaube, mit Eisen ist es auch schon vorbei, ne? Hier ist noch Eisen. Aber das ist hier schon vorbei hier. Da haben wir noch ein bisschen Eisen. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Und da kommt die nächste Schreierin. Wir lassen ein bisschen schreien, dass ein bisschen Action kommt, ne? Wenn wir ein bisschen Action hier haben. Wenn wir schon buddeln, dann bitte mit Action. Hier haben wir noch ein bisschen Blei. So, Sprit haben wir auch noch. Das ist gut. Ich muss aufpassen, dass ich die ganzen anderen Sachen mit abfarme. Unser eigentlichen Hauptgrund, nämlich die Glühschiefe hier vergessen. Wir sind ins Turret ballert, möchten wir uns drum kümmern, ne? Ne, wir erschlagen uns noch irgendwann mal selber, ey. So, was ist das Blei? Komm weg hier. Eigentlich so ein richtiges Konzept, was das Buddeln angeht? Oder macht das einer von euch? Und schreibt es mal in die Kommentare, die mich mal interessieren, weil ich tue einfach immer nur irgendwie wild buddeln, ne? Das ist ich, woher damit? So. Hunde sind auch irgendwie draußen, wie so was klingt. Aber ein Wolf. So, das nehmen wir mit. Jetzt ist er nicht mal geschrien. Hat er gedauert. Bisschen in Deutsch bin ich schon. Welche Freibuddeln das mir angefallen. Ja, komm, wir kümmern uns erstmal darum. So.
nach unten gedrückt, ne? Ich wechsle mal kurz nach. Oh, die Schreier haben mich runtergeschmissen. Ja, danke, Junk Dorot. Gut, dass wir sie aufgebaut haben. Erstmal den Kopf weggeknallt. Oh, hallo, ich bin Big Mama. Den leuchtet grün heute wieder. Sie steht ja. Steht ja, muss man. Immer noch. Und ich wundere mich, warum das Junk Dorot nicht aufhört. War das ein Buch? Das war ein Buch, okay. Wir brauchen hier drüber springen oder hier runterkommen. Okay, schön. Fallen. Ja, alle herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zum abendlichen Programm. Ich komme gerade irgendwie nicht. Nee, ich wollte nicht runterspringen. Was ist einer? Ich glaube immer, der zu tot ist. Hallo Polizist, am besten explodieren oder stecken bleiben. Dort schießt nicht. Lebst du noch? Was hast denn du da? Ist das ansteckend? So, gehen wir kurz raus hier. Nochmal nicht, ne? Das ist drückend heiß. Eklig. So soll ich den Kopf verlieren? Irgendwas ist mal gut hier, ey. So. Lass mich hier hoch. So. Mir ist warm, ne? Dann gehe ich wieder in die Höhle rein. Da war es angenehm. So. Und dann machen wir mal hier weiter, würde ich sagen. So. Guck mal, die nächste Schreierin wird nicht lange auf sich warten lassen. Und weil es ist so schlimm, dass du echt beim Buddeln so oft gestört wirst. Und irgendwann wird es auch so schlimm von den ganzen Zombies her. Wenn du da nicht aufpasst, könntest du auch ganz schnell mal drauf gehen. So, füll nach. Füll nach, habe ich gesagt. 1, 2, fast 3 Stacks haben wir schon. Sehr schön. Das will ich sehen. Ich würde sagen, ich fahre jetzt hier noch das, bis Benzin zu Ende ist. Dann würde ich rüber switchen in die nächste Folge. In der Zwischenzeit würde ich nach Hause düsen. Mir neues Benzin. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, no. Aber nicht, wo ich bin, Mann, hör auf damit. Oh Gott. Jetzt schützt unser Eingang ein. Ich hab gehofft, der bleibt bestehen. Ja, unsere Mine ist kein Geheimnis mehr. So viel zur Statistik. Statik. Alter. Gut, mich stört das jetzt nicht, dass das hier alles so offen ist. Da habe ich jetzt kein Problem damit, aber... zum Glück geht's im Junk Dorot gut. Da stürzt uns mal unsere Mine ein. Naja, warum nicht? Oh, das war dann doch zu viel, ne? Des Juden. So, wie weit komme ich denn jetzt hier hoch? Komme ich hier drüber? Dann müsste ich mir hier... Ah, ne, es geht, okay. Ja, gut. Ein Teil wenigstens unseres Zugangs ist noch geblieben. Alter. Ja, das war jetzt nicht so geplant, ne? Shit and happens. Also doch mehr... abstützen, damit es nicht einbricht. Oh Mann. Das kann nicht auch nur uns passieren, ne?
aber so andere Rohstoffe hast du jetzt hier nicht freigelegt, ne? Hattest du keine Lust. Also ärgerlich ist, wir hätten uns die Mats sparen können, ne? Für den Zugang. Die ist ja alles wieder kaputt. Geht wieder auf unsere Kosten. Gut, ich würde sagen, nach dem Ereignis switch ich rüber in die nächste Folge. Ich mache jetzt hier noch den Sprit alle. Wie gesagt, dann düse ich rüber, mache die Nachtschicht. Du bist, was braucht man? Wir brauchen Schießpulver. Also Nitrat und Kohle brauchen wir. Das besorge ich noch. Hallöchen. Du darfst ruhig dich hier ausruhen. Genau, tu noch ein bisschen Kohle und Nitrat farmen, dass wir auch Schießpulver herstellen können in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal gemeinsam, wie viel wir dann zusammen haben. Dementsprechend werden wir dann in der nächsten Folge alles ansetzen und anfangen zu craften. Damit wird dann wirklich auch demnächst, wir brauchen noch, das hat man gesagt, 12, 13 Geschütztürme brauchen wir insgesamt. 6 haben wir schon, also brauchen wir noch 7. Geh mal down. 6 auf jeden Fall, ich glaube, das waren aber auch noch 7, die wir brauchen. So, dann mal nach. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Das war erstmal eine neue Folge von 7 Days to Die in Staffel 4. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr seht, gerne positiven Daumen nach oben da lassen, gerne kommentieren, gerne ein kostenloses Abo da lassen, das noch nicht gemacht hat, und gerne auch diesen Kanal natürlich weiterempfehlen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und an dieser Stelle bin ich raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen und verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Noch eine kleine Einblende. Von hinten kam gerade eine Schreierin, genauso wie der hier. Und sie hat, glaube ich, geschrien. So wie es aussieht. Hallöchen. Wenn das natürlich noch passiert, nehme ich das noch als Bonusmaterial natürlich mit. Hallöchen, 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 Hallöchen. Gut, das hätten wir erstmal abgewehrt. Ich habe noch 538 Sprit. So. Das gehen wir auch noch schnell durch. Ja. Zack. Und dann haben wir das auch. Also, es könnte noch sein, dass es nochmal was kommt. Mal gucken. Ja, schönen guten Tag. Hat sich der fette Tourist hier runterbegeben? Ich glaube, es sagt Stufe 4 Kettensäge. Ja, läuft, ne? Mal gucken, was hier noch so passiert. Ich bin echt gespannt. Es geht schon wieder los. Ich darf hier wohl nicht warten. Ich bin schon wieder ein Stück eingebrochen. Mitten auf meinen Kopf. Da ist das weh. Ruhe!